Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute gibt es drei neue Pokémon, beziehungsweise habe ich schon die alle drei gespielt, aber einen kompletten Team mit Makargo, Zwirklob und Hypno. Zwei Pokémon sind Krypto, und zwar mein Hypno und mein Zwirklob. Und Zwirklob spiele ich jetzt neu mit Poltergeist und das brennt. Ich habe schon mal ein Sandwich gespielt. Das tut dem Gegner echt weh. Und wir gehen auch hier gleich auf ihn. Ja. Geht auf Meteorologe. Hier werde ich das so machen, dass ich einmal ködern werde, denke ich mal. Ja, Meteorologe tut schon weh. Falls er denkt, dass ich Donnerschlag habe, zeige ich ihm den Eissieb. Ja, Schild war mir klar, ich schilde auch die nächste Attacke. Und hoffe, dass der Poltergeist sitzt. Wenn der sitzt, ist schon mal sehr gut. Ich werde zwar vor ihm drankommen. Doch, wir kommen vor ihn und mal sehen, ob er mit Poltergeist rechnet. Oh, wunderschön. Schön, 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 schön. Jetzt muss Makargo nicht mehr gegen Welser kämpfen. Und gegen Welser kriegen wir. Okay. Das ist aber okay, weil hier kriegen wir nochmal einen Icy Bronze. Und mit Makargo werden wir drüben nichts schilden. Ja, gut, dass du nicht schildest. Dann können wir hier rausgehen. Schnell rüber. Hier hätte ich jetzt lieber gerne Eishieb drauf. Aber er geht nur zum Glück auf Schlammbomben. Ja, das ist die nächste Schlammbombe. Ich überlege, wie ich das mache. Nee, ich heb meine Schilde für Makargo auf. Deswegen gehen wir hier auf Spukball. Ah. Ja, das ist aber erstmal in Ordnung. Er dürfte jetzt nah bei E0 sein. Oder auch nicht. Schade. Dann stehen wir hier. Ja, ich glaube, das verlieren wir hier noch. Und er fängt perfekt den Hitzekoller ab, ne? Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Geht auf Anfallen. Ja, natürlich. Wie auch sonst. Dann machen wir hier nur auf gut. Oh, das reicht auch trotzdem locker. Ja, wir hätten es sonst gewinnen können. Aber der Gegner hat es hier perfekt abgefangen. Schade. Ja, okay, Führung war halt doof. Aber ich denke mal, wir haben es recht ganz gut gespielt. Der Gegner hat halt perfekt abfangen können. Aber ja, passiert halt, ne? Immerhin hat der Poltergeist gegen Pilipper richtig schön gesessen. Ah, vielleicht hätte ich gleich mit Hypno reingehen sollen. Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich hätte ich mit Hypno. Stalos ist hier okay. Stalos ist hier echt okay. Ja, ich werde den Psychobeißer erstmal nicht schilden. Deswegen genau. Ja, hier gehen wir mal auf Hitzekoller. Mal sehen, ob der geschildert wird. Nein, wird er nicht. Dann gehen wir hier drauf. Ja, wir schön den Steinhagel. Und jetzt können wir schön runterfahren. Ja,
bei dir weiß ich, dass du Knirscher hast, aber den werde ich hier nicht chillen. Weil hier kriege ich jetzt schön Schaden drauf. Oder werde ich doch chillen? Komm, wir haben drei Pokémon. Wir chillen das. Oh, er geht auf Psychobeißer. Warum geht man in dem Augenblick auf Psychobeißer? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Leute. Pilippo? Ja, hier musst du dann Donnerstag respektieren. Dann gehen wir hier rüber. Gleich musst du einsetzen. Weil sonst kriegst du das Felsgrab. Genau. Ja, das könnte man in der Theorie sogar noch verlieren. Wir gehen hier rein. Aber okay, er geht auf den Meteorologe. Wie viel halten wir hier aus? Wie viel macht ein Meteorologe? Oh, ganz gut Schaden, ne? Aber zum Poltergeist müssten wir kommen, oder? Wenn wir den jetzt überleben, Poltergeist drücken könnten, wäre perfekt. Andernfalls wäre doof. Meteorologe kommt. Och, leben wir ganz gut. Gut, dann reicht jetzt der Poltergeist aus. Und tschüss, fliegende Kloschüssel. Wir brauchen hier keine Toiletten. So. Ich sehe gerade, habe eine Mail bekommen, ein Headset für meine Switch, beziehungsweise generell für die Konsolen. Es kommt wahrscheinlich heute. Das heißt, ich kann endlich in Sprache live wahrscheinlich aufnehmen. Muss ich erstmal rumprobieren. So gegen Jerome Lau. Ist der nicht in meiner Freundesliste? Skoro. Ja. Wollte gerade sagen. Ah, dann gehe ich hier drauf. Weil hier ich den Eis sieb. Ja, Nachtdieb muss ich. Lasse ich erstmal durch den ersten. Wie viel macht der hier? Ah, leider ist er auch Krypto, sehe ich gerade. Aber es ist annehmbar. Mein Sinopara rechnet mit, dass ich einen Ice-Sieb habe. Ice-Sieb müsste bei ihm jetzt reichen. Schade, ja, Schild. Ja, wie schön nochmal. Aber dieses Skorro ist lästig. Ja, hier gehen wir auf Poltergeist. Hier gehen wir lässig auf Poltergeist, der macht gut Schaden. Geil. Ja, aber wir haben trotzdem Probleme, ne? Das. Wobei. Muss es ja nur vom Erdbeben Angst haben, oder? Das wird Nachtdieb sein, oder? Nachtdieb? Nachtdieb? Oh Gott, wie schnell hat der ein Erdbeben? Oh, mit Flügelschlag komme ich noch nicht so ganz klar. Ja, hätte ich gewusst, dass das. Ah, ärgerlich. Das ist schon Erdbeben, Mann. Ne? Nachtdieb müsste ich hier gut wegstecken. Okay, oder auch nicht. So, jetzt mit dem Pilippo. Natürlich nicht. Amagaga, ja. Ja, ich werde chillen müssen. Oh, wir hätten das so gut gewinnen können. Okay, er hat Meteorologe. Ja, Amagaga ist auch jetzt ziemlich stark geworden. Donnerschlag reicht nicht aus, oder? Ja, komm. Spukball wird aber wahrscheinlich auch nicht ausreichen, oder? Wahrscheinlich bei meinem Glück ganz knapp nicht. Nein. Oh, ich hätte das Erdbeben schildern müssen. Hätte ich das Erdbeben geschildert, dann hätte ich das locker easy gewonnen. Aber ich hätte mit Nachtdieb noch gerechnet. Aber da sieht man, wie schnell Flügelschlag jetzt Erdbeben auflädt. Bei einem Skorgro. Ja. Krass. Krasse Nummer. Ja, in den Sondersets bin ich irgendwie nie so gut. Ist mir auch aufgefallen. Im Set davor war es hier ein 5-0, aber kann man nicht immer haben.
Ich zeige ja anfangs immer gerne neue Pokémon und neue Teams. Okay, das ist in Ordnung. Vor Eis brauche ich hier keine Angst haben. Ja. Ja, selbst wenn es Spuckball ist, ist egal. Aber wird wahrscheinlich eher Lawine sein. Die meisten ködern hier eh immer rein. Ja, perfekt. Kommt jetzt hier der Felsgrab. Oder das Felsgrab, wie auch immer. Er schildert das, okay. Ja, jetzt brauche ich es auch nur einmal schilden. Und kann dann runterfahren. Ja, ich kann trotzdem runterfahren. Oh Gott. Die Denne, ja. Die Denne ist mir auch recht egal. Sage ich, wie es ist. Weil dann kann ich hier drauf gehen. Du bist abgeschwächt, also eigentlich sollte das so gut wie gewonnen sein. Ja, Landungsschuss macht nicht mehr viel. Das heißt, ich kann hier lässig auf Eishieb gehen. Eigentlich kann der Gegner definitiv schon aufgeben. Ja, die Denne ist weg. Perfekt. Kann hier lässig nochmal auf Eishieb gehen. Ich brauche eigentlich nur ein Schild nur noch für Hypno. Ja. Ja, wir lassen die Attacke durch. Wenn es Zwillingsflieger ist, müssten wir das sogar noch überleben. Ja. Oh, doch nicht. Naja. Aber die Attacke schaffen wir trotzdem hier. Das heißt, er muss schilden. Schild lassen wir für Hypno, wie gesagt. Er ist abgeschwächt. Er muss auf Spukball gehen, um Makaro zu besiegen. Und er geht auf Himmelzieher. Er geht auf Himmelzieher. Okay. Ja. Dann macht Makaro den Rest. Perfekt. Flugabwehr steht. Ja, Makaro ist sehr, sehr gut gegen Noctu. Das ist ja das Schöne an Makago. Und Makago ist generell ein richtig schönes Pokémon, finde ich. Also, ich finde das cool, so eine Feuerschnecke einfach mal. Ja, und ja, Poltergeist macht Zwirrklub jetzt erst so richtig stark. Gerade in Krypto fetzt das Teil richtig. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat gegen dieses eine Pokémon. Wo das einfach mal nur neutral war und das hatte fast volle Leben oder puh, weg. Echt cool. Ah, ich weiß schon den Videotitel. Zwirrklub mit Poltergeist ist strong. Oder vernichtet. Eins von beiden. Junkim 00009. Makago gegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wir gehen Zwirrklub. Und er bleibt drin, okay. Das dürfte nun ein Steinhage sein, den sollten wir überleben. Kreuzhieb sogar. Zäh. Oh, Müllmetall. Oh, Müllmetall. Müllmetall. Lalalala, wir gehen auf Poltergeist. Und der schildert korrekt, schade. Na gut. Steinhagel. Überleben wir. Ja, ich glaube. So, mal sehen, ob er jetzt schildert. Natürlich schildert er, war klar. Oh, schade. So, wie viel macht ein Kraftkloss?
Ah, schade, ich dachte, wir kommen noch zu Poltergeist. Okay. Ah ja, Steinhage ist sehr effektiv, ne? Ja. Oh, ich würde, glaube ich, jetzt sogar schilden. Ich würde sogar jetzt sogar schilden. Wir haben nämlich einen durchgekriegt. Oh, und überlebt den. Geht drauf, Krepier. Blinder Hitzekoller. Einfach blinder Hitzekoller. Einfach Hitzekoller rein und in mein eigenes Hypno. Ja, ich muss nur zum Donnerschlag kommen. Okay, der Gegner gibt auf, weiß es jetzt. Perfekt. Perfekto. Ja, das war ein aufregendes Set gerade. Ja, der Hitzekoller hat es gerade gebracht. Okay, wir haben ein Set mit Sonderdingern ganz gut abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Wir sind Rang 16. Oh, jetzt kommt wieder ein normales Set. Und wir machen natürlich noch das mit dem Team weiter. Das Team macht irgendwie Spaß. Ja, Makago hat halt seine Schwächen, aber tja, mein Geist-Pokémon kann gut überraschen, ne? So. Ja. Hier bleiben wir drin. Psychobalsam müssen wir ja nicht schön. Weil sie eh immer auf Psychobalsam alle gehen. Kann er ruhig machen. Wir gehen auf Hitzekoller. Entweder Schild oder Stalos ist weg. Ist mir egal. Ja. Sollten wir trotzdem noch überleben. Für Stalos sieht es trotzdem nicht toll aus. Entweder schildert er jetzt oder sein Stalos ist weg. Okay. Ja, wir gehen Hypno. Du hast Body Slam. Ah, ich hätte ins Geist, ein Geist-Pokémon gehen können, ne? Wobei, du hast auch Stromstoß, ne? Aber egal. Ist eh nur Body Slam. So, der Stalos ist schon mal weg. Das ist sehr gut. Ah, wie kriege ich das viel los? Ich glaube, jetzt werde ich sogar einmal schön, falls nicht ein Stromstoß kommt. Okay, es kommt aber wieder ein Body Slam. Ist aber okay. Ja, das ist wieder nur ein Body Slam. Den überlebe ich noch. Tut zwar weh, ja. So, was kommt rein? Was kommt rein, Mike? Was kommt rein? Okay, Golbat. Dann gehen wir hier auf Don. Aha, wir hätten auch auf Spukball gehen können, ne? Wir gehen hier raus. Wir brauchen nur zwei Eisdiebe. Natürlich Giftzahnköder. Ja, ich glaube, wir verlieren das doch noch. Er wird jetzt schön, ja. Oh, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wir haben es doch noch geschafft. Sehr schön. Wir machen gleich mit einem Ice-Sieb weiter. Und holen Golbat vom Himmel. Na, vielleicht wird er auf zwei Attacken gehen oder so, weiß ich nicht. Das Gute an Zwirrklub, es ist Spammy. Dank Bürde, Eissieb und. Ja, und Eissieb habe ich halt wegen dem Boden-Pokémon einfach mit. Ganz einfach. Donnerschlag habe ich auch für die Flug-Pokémon. Eis ist auch gut gegen Flug-Pokémon. Da ich so eine Art Balance hier zwischen. Okay, wieder dieses nervige Macho mal, wir gehen rüber. Ja. Wobei, ein Stalos wird nicht unbedingt chillen, oder? Das heißt, wir gehen hier auf Poltergeist. Ein Stalos wird hier ja doch kein Zwirrklub chillen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Boah, geil. Und ich glaube, hier schön einmal in Farm runter. Das hat ja gegen Bulky Stalos richtig viel Schaden gemacht. Aber wow. Ich bin begeistert. Ja, hier müssen wir runterfarmen können. Hoffe ich. Perfekt. Nur was kommt rein? Führung haben wir uns geholt. Das sieht eigentlich in Ordnung aus. Eigentlich muss er auch Voltula schilden. So. Das sieht gut aus. Oh ja, sehr gut sogar. Wir gehen hier rein. Wir schilden hier nichts. Warum sollte ich hier schilden? Ich brauche nur mein Hypno. Anfallen muss sein, genau. Ja, wir holen aus. Perfekt. Es sollte auch definitiv Win sein. Dann gehen wir hier rein. Ja, perfekt. Perfekt. So soll es sein. So, next fight. Knüller, gute Führung. Gute Führung für uns. Ja, bleib ruhig drin. Oh, das tut dir mehr weh als mir. Hitzekoller ist out. Und er schildert einfach nicht. Er schildert den Hitzekoller einfach nicht. Voll cool. So, und ich werde Hypno dann nicht schilden. Und er schildert hier auch nicht. Ja. Weil ich werde jetzt Makako und Club-Action machen. So, was, womit kommst du rein? Womit willst du mich ärgern? Jirashi, ja. Jirashi ist in Ordnung. Wir schwächen hier ab an der Stelle. Schild war klar. Schade. Aber ist in Ordnung. Wir werden die erste Attacke mal nicht schilden. Mal gucken, wie viel Schaden du machst. Kissen mit Wunsch? Ja, ist aushaltbar. Die nächsten würde ich jetzt schilden. Schade, dass ich hier jetzt keinen Poltergeist drücken kann. Das wäre schön gewesen. Ja, aber Eissieb reicht jetzt auch schon. Das kann der Gegner überhaupt nicht mehr gewinnen. Ein Kiss mit Wunsch würde ich auch noch überleben. Ja, perfekt. Oh, dann hätte ich doch lieber Poltergeist gedrückt. Schade. Aber das Poltergeist gegen ein Stalos, gegen ein Stalos so viel Schaden macht, das ist krass. Das ist strong. Das ist absolut heftig. Finde ich cool, auch die Attackenanimation. Poltergeist ist echt. Also, meine Lieblingsgeistattacke war eigentlich immer Sputtball mit. Ah, Poltergeist kommt da schon ziemlich nah ran. Und das Team hier funktioniert einfach. Es funktioniert gegen Megatubadon. Gesundheit. So, Makago gegen Satsuma. Perfekt. Perfekt. Du willst hier gar nicht sein. Und Jugong. Ah, er kommt mit Jugong.
Er kommt mit Jugong. Wenn er wüsste. Schön sogar einmal. Okay, er ist auch einer mit Wasser. Das spielen jetzt viele. Spielen im Moment viele mit Wasserdüse. Nee, den entschuldige ich jetzt nicht. Genau, wegen Eissturm. So, mal Cargo hebe ich mir jetzt nochmal auf. Hier brauche ich nichts schön mehr. Hier fahre ich jetzt einfach straight runter. Wird wahrscheinlich eh nur ein Eissturm kommen, von daher ist mir das Wumpe. Voluminas, okay. Voluminas ist natürlich ein bisschen heftiger. Aber hier kriegt man Spuckball hin. Oh, der macht gar nicht mehr viel. Aber er setzt ein, das ist gut. Wenn er einsetzt, ist gut, gut. Knut. Magnetbombe, okay. Wir gehen hier rein. Soll ich hier Schild? Nein. Oder? Ah, vielleicht hätte ich doch schön müssen. Wie viel macht eine Magnetbombe? Die macht 4. Ah, wir machen jetzt hier die Attacke. Oh, wir hätten Ice Deep machen sollen. Wobei, wie viel macht das? Wie viel macht hier Rasierblatt? Ah, zu viel, ne? Ja, kein schlechtes Team vom Gegner. Ja, toll, ich habe Ice Heap nur, ne? Ja, leider habe ich hier Ice Heap jetzt drauf. Jetzt bereue ich Ice Heap hier drauf zu haben. Hat der Gegner aber gut gespielt. Ich hätte ködern sollen. Ja, ich hätte einfach Ice Heap spammen sollen. Sag ich so, wie es ist, aber ja, ist halt so. Mal gewinnt man, mal verliert man. Gegner hat auch ein cooles Team. Und das Krasse ist, dieses Voluminas kann man auch, wenn man 100 hat, in der Hyperliga spielen. Das ist quasi dann das Boltrus der Hyperliga. Und das könnte echt übel werden da. Gerade mit den Attacken auch. Magnetbombe ist nicht schlecht. Elektroattacken kannst. Das kann da echt nice sein. Ich habe leider kein 100er und nicht genug XL. Und Scorer. Ah, hier muss ich wieder vor Erdbeben aufpassen. Ne? Okay, er ja, geht aber raus. Dann gehen wir hier auf Hitzekoller einfach mal. Joa, und gehen rüber. Farmen runter. Dampfwalze zu überleben wir. Und so haben wir auch einen Vorteil gegen Skorgro. Oh, er geht eh nur auf Body Slam. Perfekt. Ja, das wird auch nur ein Body Slam sein. Und wir haben Ice Heap ready. Ab jetzt sieht es nicht schlecht aus für uns. Ja, wie schön. Wie schön einmal. Wir haben Energievorteil, krassen. Perfekt. Jetzt einsetzen. Er schildert wieder. Perfekt. So, jetzt schilden wir nochmal. Das Gorgo muss weg. So viel ist sicher. Nachtdieb, ja. Pili.
Ja, ich würde gerne noch mal offen. Ja, das wird eklig. Das wird noch richtig eklig, ne? Ja, ich muss hier auf Attacken gehen. Ja, ich muss versuchen runterzufahren. So traurig es klingt. Ja, das ist aber gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil das heißt, wir sind gleich wieder beim Eisdieb. Genau. Wir setzen auch sofort umgehend ein. So, das ist jetzt vierfach effektiv. Das sollte richtig gut böllern, ne? Ja, perfekt. Skorro vom Himmel gepustet. Skorro ist eingefroren. Oh, nochmal ein 4 zu 1. Das kann sich sehen lassen. Schönes. Oh, wie dieser Floor da eben. Das werde ich natürlich auch gleich fangen. Nomiditis ist auch gefangen. Ja, das sollte auch wieder mal das letzte Set für heute gewesen sein. Gucken wir mal. Ja. Oh, das Team macht aber echt, echt, echt Spaß. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.